Hallo und herzlich willkommen, meine Trucker-Fans, zu einer frischen zu einem frischen Video von German Truck Simulator. Ich habe mich ja schon lange nicht mehr gemeldet mit German Truck. Ist ja schon ewig her oder sagen wir mal so. Ich mache schon Monate, Jahre, was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja einen Kommentar gehört, also ich habe ja eine Frage gestellt, ob ich vorspulen soll in dem Spiel, damit wir ein bisschen mal vorankommen hier. Also ich besser gesagt. Und habe welche geschrieben, ja, mach mal, spul mal vor und so weiter. Das habe ich auch jetzt gemacht. Ihr seht auf meinem Kontostand, wir haben jetzt 12.203 Euro. Und damit können wir jetzt so weit, dass wir einen LKW kaufen können. Also kaufen wir mal. Mal gucken, wie die LKWs alle so sind. Und alles C-Klassen. Hier zum Beispiel einen MAN TGX C-Class für 10.550 Euro. Oder wir nehmen lieber den, ein Swift. Für 11.200. Gesucht ist der Swift C-Class 11.000 mit Schlafkabine 470 PS. Oder wir nehmen den 435 PS für 10.800. Wir können mal gucken. 90, 440. Ich würde sagen, wir nehmen den, weil der am besten ist mit dem PS-Zahl und Treibstoff und so weiter. Würde ich sagen, wir nehmen den. Wir müssen, der LKW kann Rockstock abgeholt werden. Also gehen wir auf annehmen. Wir müssen auf annehmen. Ja, wir wollen. Wenn Sie müssen noch die aktuelle Lieferung beenden. Alles wusste ich, dass es passieren würde. Ich musste es. Ach, Mann. Okay, also gut, dann machen wir das mal. Also wir müssen jetzt nach Wien fahren. Oh, 3 Euro. Guck doch meinen Kontostand. Was für viel Geld. Ist gut, dass ich noch. Also bringen wir noch diese Geladung mit meinem kaputten LKW. Ihr seht auf meiner Schadensanzeige, wie ist ja so, der LKW schon so kaputt. Der muss natürlich gleich verschrottet werden, sobald ich weg bin. Die freuen sich wahrscheinlich auch, dass ich eigentlich weg bin. Können wir mal kurz gucken noch. Ja, Berlin, das ist nicht weit von hier. Das ist gerade mal hier. Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt, fahr schnell nach Wien. Ja, und dann bin ich gleich wieder da. Und kurz vor Wien bin ich wieder da. Und dann können wir ganz schnell nach Rostock springen. Okay, alles klar. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich und, ja. Und rennt mir nicht weg, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück hier, live bei German Truck Simulator. Ich bin jetzt fast in Wien angekommen. Ihr seht schon, hier Wien, schicke Stadt. Guck mal kurz auf die Karte. Egal, ist sowieso nicht mehr mein LKW, also kann es mir auch egal sein, dass du die Leitplanke gefahren bist. Also, ihr seht schon da, diesen roten Kreis, da müssen wir hin. Ich bin ein bisschen zu schnell, Leute. Ich habe mich immer bemüht, jetzt die letzten Videos, also die Fahrten, die ich ohne Video gemacht habe, damit wir ein bisschen vorankommen, ohne Unfälle und Kram zu meistern. Und da habe ich auch geschafft, ne? Ein, zwei Mal, glaube ich, war das mit, Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit. Mann, bin ich dämlich. Oh, Kreisverkehr, aber nur noch nie gehabt. Und einmal hier rum. So, und da habe ich eigentlich alles gut gemacht. Müssen wir gucken, wo ich lang muss. Ach, hier. Machen mal kurz raus. Stellen unsere Ware hier ab. Elektrogeräte habe ich nämlich. Oh, hab schon gedacht, wir haben dagegen. Ich bin einmal schon dagegen gefahren, das volle Turm gefallen. Auch nett. Aber ich muss natürlich nicht bezahlen. Das müsste ehrlich die Firma machen. Glaube ich jedenfalls. Ist mir auch egal. Jetzt wenden wir mal kurz hier. Einmal da. Ganz vorsichtig. Oh, das war zu weit. Ja, nochmal hier, zack. Los, komm schon. Ja, sieht gut aus, sieht sehr schön aus. Ich mit meinen perfekten Fahrkünsten, auch als Trucker, ne? Bin natürlich am besten. Oh ja, hier gibt's natürlich, vorhin habe ich eine Fahrt gehabt, da hatten die KI doch so viele Unfälle. Überall Warnblinker hier, Warnblinker dort. Ich musste überall ausweichen auf Bürgersteige, auf Gegenstraße, ist richtig lustig. Aber, naja, gut, das ist wie bei Buchsimulator eben. So, wir sind da und wir können abladen. Bisschen schief, aber na gut. Ich will ein bisschen noch was zu Geld. 850, geht doch noch. Das war's. Wir haben's geschafft. Zum LKW-Händler in Rostock fahren, oder? Wir fliegen wahrscheinlich genug. Oh, geil, guckt euch das an. Wir haben einen schicken, neuen, frischen LKW. Ein Swift. Wir sind drin und wir haben eine Nachricht gleich. Da gucken wir mal nach. Wir haben eine E-Mail.
Willkommen im Club. Du hast... Herr Glückwunsch, du hast den großen Schritt in Richtung in die richtige Richtung getan. Es wurde aber auch Zeit. Naja, was soll ich dir machen, wenn ich kein Geld hatte, ne? Willkommen in der Gemeinschaft der freiberuflichen LKW-Fahrer und der neuen Welt voller aufregender Möglichkeiten. Zuerst musst du ein paar Kunden finden, die... Richtig, du bist ja kein Angestellter mehr. Ja, ist klar. Du musst dich von etwas ernähren können. Wie angekündigt habe ich mit eigenen Firmen gesprochen, mit denen ich momentan noch arbeite. Sie sind bereit, einen Arbeitsvertrag mit dir unterzeichnen. Du kannst also davon ausgehen, dass sie sich bald bei dir melden werden. Überraschung, einige der Firmen könntest du kennen, vielleicht nicht die gleichen Leute, das ist klar. Aber du hast schon mal für sie Ladung transportiert. Wenn du beweist, dass du gut bist, werden dich auch andere Firmen schon von alleine bei dir melden. Du musst nicht mal einen Finger dafür bewegen. Wenn du meinen Fuß in der Tür hast, kannst du die Lage der Logistik aufsuchen, mit dem du einen Vertrag brauchst. Also so wirst du einen Auftrag finden. Du musst ja erst herausfinden, in welche Städte deine Kunden ihre Lage haben. Dann dorthin fahren und mit ihnen einen Deal vereinbaren. Mann, ich kann nicht mehr lesen, ist ja schlimm. Der eigentliche Auftrag erfüllt sich dann fast genauso, wie du zu Werbe angestellt wirst. Einzige Aufwand ist die Tatsache, dass du den Auftrag aufsuchen kannst. Ja, das ist gut. Sich umzusehen, ob es ein erhältlicher Junge macht sicherlich Spaß, aber auch schlaue Köpfe nutzen einen Mut, um sich die besten Angebote zu schnappen. Jeder von uns hat einen Frachtplaner, mit dem alle aktuellen Aufgebote aufgelistet sind. Sie und da, ja, ich weiß nicht selber, vergleiche die Frachtladung miteinander, bla bla bla, tja tja tja, eine bestimmte Zeit, da. Ja gut, der letzte Punkt ist weniger, dass du zurzeit noch, das ist dein Baby und du musst dich darum kümmern. Ja, mein Baby, ich habe einen Arbeitsvertrag. Hallo Basti, Hans erwähnt, dass du gerne für uns arbeiten wollen. Ich denke, bla bla bla. Frachtlager ist in Dresden, Hamburg, Dortmund, Salzburg. Ah ja, komm jederzeit, alles klar. Wir kommen an Bord. Na wunderbar. Das mache ich doch gerne. So, dann werden wir losfahren. Mit unserem schicken, frischen LKW. Und kurz gucken, also wo, wir können aber kurz auf die Karte gucken, Transinet, also hier ist nichts. Hamburg hat er gesagt, oder? Hamburg, nee. Dresden, hier ist doch noch gar nichts. Ah, Transinet, hier. Aber nee, wir müssen nochmal auf die E-Mails gucken, wo war denn das? Wo sind die? Dresden, Hamburg, Dortmund, Salzburg. Ah, dann würde ich sagen, wir fahren nach Hamburg, da wir gerade in der Nähe sind. Noch eine E-Mail, Mann. Für uns fahren. Frankfurt. Oh, dann nehmen wir doch die hier. Hallo Basti, richtig oder? Nee, falsch, nee. Ich heiße eigentlich nicht Basti, aber egal. Ah, bla bla, ja, ja, tja, bla bla bla. Frankfurt am Main, Rostocker. Gerne. Cool, dann können wir gleich hier anfangen. Wie heißt die Firma? Tradox. Wie auch immer, ich kann ja erkennen. Ich kann ja nicht lesen, wisst ihr. Ja, mit unserem schicken LKW, der richtig cool ist. Ist da nur C-Klasse? Eins hat es gute, ja. Jetzt kann ich nicht mehr so schnell fahren. Früher wisst ihr, ich war immer so schnell und dann zack, über erhöhte Geschwindigkeit, aber der LKW ist noch nicht so schnell und ich hab Schwierne. Mal, das Dog schreibt mir auch ein Angebot. Mann, das flattert jetzt alles so rein, ne? Unglaublich. Auf jeden Fall ist der LKW nicht so schnell wie der andere, also wir werden ein bisschen länger auf der Autobahn unterwegs sein. Und der Nachteil ist ja auch, dass wir jetzt zum Beispiel tanken und reparieren und Werkstatt, alles müssen wir selber jetzt bezahlen. Aber ein gutes hat das ja, wenn ihr jetzt immer guckt, wenn die letzten Videos, ne, wo ich noch für die Firma gearbeitet habe, da war ja immer gewissen Anteil gewinne ich ja und so, aber diesmal kriegen wir jetzt den ganzen Bonus, also alles ganze Geld. Also nicht, wenn da steht 3000 Euro, dann kriegen wir auch 3000 Euro. Das finde ich gut, dann können wir richtig mal abdahen hier und dann kriegen wir richtig einen fetten LKW-Karren kaufen und so weiter. Also richtig, finde ich richtig gut. Und jetzt muss ich mal hier gucken, wo ich diese komische Firma finde. Firma, wo bist du? Firma, wo bist du? Ist das hier? Yeah. Ach, das ist ja. Ah, ich hab's gesehen. Wir müssen rüber. Egal, ist sowieso genau. Komm, jetzt gehen wir mal hier rüber und dann gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Ah, hier, wir müssen jetzt nämlich in diese Markierung fahren und dann können wir mal gucken, was es hier so schöne Aufträge gibt. So, und jetzt können wir gucken. Ah, Gasplatten, Eisenrohr, Möbel, Zucker. Gasplatten. 4000 Euro? Mensch, das geht ja schon gleich richtig los hier und das ist gerade mal um die Ecke. 12:35 Uhr, später haben wir es. Oh, könnten wir schaffen, ne? Mhm. Zerbrechliche Fracht, egal. Gasplatten, schauen wir locker. Ich würde sagen, da fahren wir noch schnell eine kleine Runde und dann habe ich gleich einen Haufen Geld, frisches Geld.
womit ich dann vielleicht später einen fetten LKW kaufen kann oder auftunen und jetzt, ja. Dann gibt es auch eine schöne Werkstatt und so. Und ihr seht ja, mein LKW ist noch ganz lang. Und das ist mein eigener LKW, nicht vergessen, ne? Also ich kann jetzt hier rumsauen und Dreck machen und alles. Das ist ja nicht mein, ist alles meins. Hauptsache ich mache es natürlich wieder sauber. Ne? Das ist natürlich die eine Sache. So, ja, gucken wir mal kurz, wo ich hin muss, ne? Ja. Also wir fahren hier lang, hier lang, hier lang. Über die Landstraße auch noch. Na, das wird ja toll. Aber egal, wir ziehen das einfach durch. Also fahren wir nach rechts und dann geht's los. Gaspedal. Das wird extrem. Guck mal. Nur ganz vorsichtig fahren. Aber wie ich schon weiß, passiert gleich irgendwas, weil ich hier so dämlich bin. Irgendwas. Naja, ihr wisst ja schon, ich bin einfach zu dumm. Ist so dusselig zu fahren. Nicht dumm, aber dusselig. Ne? Und jetzt warten wir erstmal auf die schöne Ampel, bis sie grün wird. Und es wird grün. Wir können fahren. Los geht's. Auf nach Kiel. Mit Gasplatten. Eigentlich kann man mal, vor allem das Gute ist, man kann jetzt eigentlich mal eigene Ladung aussuchen. Nicht immer Elektrogeräte, Tomaten fünfmal und so weiter. Nee, 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 nee. Diesmal machen wir was anderes. Gasplatten. Noch nicht die schöne Sache. Also wenn ich die schick und so. Mal sehen, wie das alles so läuft jetzt, ne? So, Rostock verlassen wir jetzt und dann geht's ganz schnell nach Kiel. Hamburg, Kiel, da sind wir ja schon. Hier, A20. Auch wenn wir nur ganz kurz auf der Autobahn sind, ne, weil wir ja dann leider auf die Landstraße auf. Ich habe zwar keine Lust darauf, aber was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Und jetzt huschen wir rauf hier mit meinem fetten LKW, der so neu ist wie nie. Ich weiß gar nicht, ob der gebraucht ist, habe ich gar nicht in Ebene gewesen. Ich glaube, der ist sogar gebraucht, oder? Ja, der ist gebraucht. Alles klar. Also, Bruder ist er auch wieder nicht, aber immerhin, der fährt noch. Immerhin etwas Gutes und außerdem 11.000 Euro für einen LKW ist schon mal ein Schnäppchen, ne? Also, wer gibt denn sowas schon ab, außer ich, ne? Kriegen nur ganz besondere Leute wie ich, ne? Ja, ja. Und ihr merkt schon, der LKW ist nicht gerade schnell. Aber egal, so kann ich wesentlich keine Strafe machen. Mit überhöhter Geschwindigkeit, so. Also, ist richtig schick. Freue ich mich und, ja. Fahren wir einfach. Und irgendwann, mal kurz gucken, ja. Wir fahren also noch ein ganzes Stückchen, und dann die Landstraße. Eieiei. Ich freue mich ja jetzt schon drauf auf die Landstraße. Das wird ja richtig schick. Und dann wieder stauen, dann wieder überholen, überholen hier, überholen da. Und ach, hör bloß auf mit den ganzen Sachen. Also richtig schlimm. Naja, wir fahren erstmal. Ja, wir fahren. Und wir fahren. Wir fahren und wir fahren. Wir fahren. Immer noch. 15.15 Uhr müssen wir da sein. Da haben wir ja genügend Zeit. Ganz viel Zeit. Und außerdem haben wir jetzt so viel, mit so viel Firmen habe ich jetzt einen Arbeitsvertrag in dem Spiel. Da kann ich ja in jede Stadt reinholen und dann habe ich schon mein Geld, Aufträge, alles da und so. Muss ich nur gut fahren, ne? So läuft das Ding. Kiel, Berlin. Ah ja, wir müssen also jetzt gleich raus hier. Und das Beste ist, wir haben Tank voll, Müdigkeitsanzeige ist voll, alles perfekt. Also ich bin vollkommen fit für den Job. Das ist ja die Hauptsache. Wir wollen ja nicht, dass wir hier gegen die Leitplanke fahren oder wir Sekundenschlaf da mitten auf der Landstraße, so wie beim letzten Mal. Das ist ja, war ja richtig schlimm. Aber diesmal läuft alles perfekt. Ich weiß es, ich hab's im Gefühl, ich hab's im Blut, ich hab's im Urin, was auch immer. So, Kiel, Berlin. Mein Verkehr heute wieder, guckt euch das mal an hier. Ein Stau, also nicht Stau, aber ein Verkehr, sagen wir mal so. So, und jetzt geht's ab, jetzt geht's los, jetzt kommt der richtige Action. Der Landstraße. Mensch, ich mit meinen fetten Gasplatten auf der Landstraße. So, und los geht's. Jetzt kommt die schöne Fahrt. Jetzt kommt die schönste Teil. Wenn wir jetzt mal gucken, wir fahren eine ganze Weile bis nach Kiel. Kiel ist ja nicht gleich um die Ecke, ne? Vor allem hier ist ja noch Stau, ne? Deswegen kriegen wir auch so viel Geld. 4.000 Euro, weil wir auf der Landstraße. Glaube ich. Gut, kann aber auch daran liegen, dass die Ladung nicht richtig ist. So, wie bin ich wieder zurück? Kleine Störung am System, kann man sagen. Klein kurz zusammengebrochen, Windows. Aber das ist ja normal. Passiert manchmal. Und ich hoffe, ihr habt ja nicht viel verpasst. Ich war immer noch, bin ja immer noch auf der Landstraße unterwegs. Und jetzt versuchen wir hier zu überholen. Überholen, ihr wisst ja, überholen ist so eine Sache, ne? Vor allem mit Glasplatten, das wird ja total lustig. Aber ich weiß, dass ich diese Aufgabe meistern kann. Und schon habe ich den ersten überholt. Wunderbar. So schnell ist das. Und jetzt kommt erstmal eine Kreuzung. Wir müssen mal gucken, wo wir lang müssen. Links oder rechts wieder links. Oder ich verfahre mich wieder und dann komme ich nie wieder zurück. Und dann
Naja, ihr wisst ja schon. Ist ja egal. Fahren wir erstmal. Da steht ein Schild. Mal gucken. Kiel, Kiel, Kiel. Da rechts muss ich gehen. Ja, gut. Gut gucken, ob kein Auto da ist. Nee. Nicht jetzt ruckeln, Mensch. Ich brauche jetzt meine volle Konzentration. Jetzt haben wir's. Gut, weiter geht's. Jetzt seht ihr ja schon, wenn wir auf die Karte kurz gucken. Eine ganze Weile fahren. Ewigkeiten, Stunden, Minuten, Jahre. Obwohl es eigentlich nicht so viel ist. Aber na gut, aber Landstraße, naja. Landstraße. Eine Landstraße ist Landstraße. Komm, wir überholen schnell. Es war gefährlich, aber na gut. Vor allem mit Glasblock. Na. Und Stau. Stau ist immer scheiße. Los, Jungs, ein bisschen zackiger. Wir hupen mal, vielleicht geht's ja schneller. Los, Jungs, muss man schneller hier. Ich muss nach Kiel Glasbacken bringen. Also los, mal, kommt mal aus dem Puschen hier. Zack, zack, hier. Ihr könnt ruhig mit schneller fahren. Ihr dürft hier 90, glaube ich, fahren. So wie ich weiß. Gut, da ist jetzt kein Gegenverkehr. Da kann man so schön hier auf der Gegenstraße fahren. Na. Oh, jetzt müssen wir. Halt an, Junge! Ah, Fahrzeug gerammt. Ah, scheiße. Schön Glasplatten. Nein. Das muss ja kommen, ne? Das kommt davon, wenn man. Naja, ist egal. Jetzt dürfen wir sowieso nicht mehr überholen. Immerhin haben wir die ganzen. Naja, da weiß ich jetzt schon, was bei YouTube-Video als neuer Titel. Neuer LKW. Nee, doch. Gebrauch. Neuer LKW. Gleich neue LKW, neue Unfälle. So, das klingt doch als Titel ganz perfekt. Was ist eigentlich hier für eine Autobahn? Ja, 20. Ah. Ist ja cool. Ah, die überholen gleich vor Ende. Zu Ende. Kann ich mal sprechen. Ja. Mann. Wunderbar, schlimm. Und so weiter. So weit. So wie auch immer. Gut. Fahren wir weiter. Nach Kiel. Wir haben noch 400 Euro. Fahrzeuge. Wie viel hat es gekostet? 400 Euro. Na, das ist ja auch so viel Geld. Dafür, dass wir 4000 Euro bekommen, oder fast 4000, oder, nee, über 4000, 4100, glaube ich, war das, ist das 400 Euro nicht viel Geld. Ach, das ist ja, das wirst du da, naja, ist egal. Können wir hier rüber mal gucken? So, ist ganz vorsichtig. Ja, Junge, du musst ein bisschen langsamer werden. Ich weiß, aus der Kurve soll man ja nicht überholen, aber machen wir das einfach mal. Vor allem mit Glasplatten ist ja immer doof. Gut, der lässt mich durch. Schon sind wir drüben. Auch schicke Landschaft hier, ne? Wälder, abgesägte Bäume. Was für ein Feld, was für ein Land. Wunderbar. Wir haben uns an Bord gucken. So einer fetten Gaspanne. Riesige Ladung haben wir hier an Bord. Später kann man ja sicher noch, wenn man genug Geld hat, kann man sicher noch Speziallizenzen kaufen. Also Tank und so weiter. Dass man eben gefährliche Transporte auch fahren kann, wie zum Beispiel hier, wie heißt denn das? Zum Beispiel Tank, Benzin und so weiter und Gas und Kram halt. Und chemische Stoffe und so was. Da braucht man aber spezielle Lizenzen, da kriegt man richtig viel Geld, sag ich euch. Oh, dann. Da klingelt's aber in der Kasse, sag ich euch. Es ist ja. Und bei, oh, hier ist ein Strand. Gar nicht bemerkt. Aber wollen wir schnell aussteigen? Ah, nee, können wir leider nicht. Schade. Tja, wäre ich jetzt nicht im Dienst, hätte ich hier schnell ausgestiegen, mein LKW hier irgendwo auf der Straße stehen lassen. Ist mir auch egal, dann ist hier im Stau. Und dann wäre ich ganz schnell hier. Schön, hier, Strandkörbe, guckt euch das an, wunderbar. So muss das sein, aber leider, naja, wir sind im Dienst und, nein, wie gerade sind draußen, 24, ja, noch perfektes Wetter, ach man. Warum muss ich immer so ein Pech haben und Trucker sein? Naja. Wie weit haben wir es überhaupt noch, mal gucken, oh, wir sind ja gleich da. Na Mensch, wie spät haben wir, 12.16 Uhr, 15.15 Uhr müssen wir abgeben, oder haben wir noch genügend Zeit, schaffen wir locker. Wir haben ja noch alle, Tank ist voll, alles voll. Schaffen wir ganz gemütlich. Eine ganz gemütliche Fahrt. Können wir mal kurz überholen nochmal. Und schon sind wir drüben. Schön haben wir es wieder geschafft. So, dann wieder LKW vor uns. LKW vor uns hasse ich ja wie die Pest. Guckt euch doch mal, wie langsam die sind. Ach Junge, nun mach. Du hast schon keine Ladung, das kannst du ein bisschen schneller fahren, ne? Komm, die überholen wir schnell, dann haben wir es hinter uns. Vor allem hier ist Überholverbot, deswegen müssen wir ganz schnell hier rüber. Gut, geschafft. Ah ja, und jetzt, oh nee, da kommt ja der nächste LKW schon wieder. Mann.
Ah, guck mal da. Der hat auch so eine schicke Ladung wie wir, aber der hat keine Gasplatten. Was hat der? Hm. Was auch immer das ist, ist mir auch egal. Ja, jetzt kommt das noch. Jetzt wird er noch langsamer. Junge, komm. Komm aus dem Knick hier. Ich glaube, da vor dir ist doch niemand. Nö, ist nichts. So viel ich sehe, ist ja nichts. Oder hat er wegen der Brücke hier angehalten, um das Wasser zu gucken? Ich weiß ja nicht. Ist ja egal. Immer schon aufs Fahren konzentrieren. Ich denke, wir bauen wieder Unfall wie vorhin und dann, weil ich hier so doof bin, so lange auf der Gegenspur war. Das gab meiner Freund, ne? Naja, bald haben wir es ja geschafft. Meine erste Ladung als freiberuflicher Trucker. Mensch, das muss gefeiert werden, gleich. Unglaublich. Und gleich doch der erste Unfall mit meinem LKW. Gleich schön eingeweiht. So wird das sein. Aber wir haben Gott sei Dank keinen Schaden. Also kriegen wir auch keine Abzüge. Das ist schön. Da kommt gerade kein Auto, dann überholen wir ganz schnell. Bevor jetzt hier in der Kurve sieht man nämlich nicht, wann ein LKW kommt oder ein Auto. So. Na wie ist, und wieder was geschafft. Weiß nicht, was ja komisch ist, immer wenn ich in eine Richtung, wenn ich auf der Landstraße bin, immer in eine Richtung fahre, sind immer auf meiner Seite Autos, auf der anderen Seite kommen die Autos, ne? Das ist immer so. Das ist voll bescheuert. Wer sich sowas nur ausgedacht hat. Haben sie bestimmt mit Absicht gemacht, damit wir nicht so rumrasen auf der Landstraße oder so. Mal guck doch mal, hier, auf der Gegenspur nichts. Kein einziges Auto. Ja, aber wenn ich hier auf der Landstraße, und wenn ich auf meiner Seite nur Autos, da kannst du auch nachts kommen, dann sind immer Autos, immer. Tag und Nacht. Sogar am Sonntag sind ja Autos, ist halt schlimm. Naja, man kann aber nicht alle Tage können. Ein Auto kommt hier vorbei, aber das ist alle 5 Stunden oder so. Oder wollen alle nach Kiel, wer weiß, alle mit Schiff fahren. Ah, wir sind ja eh gleich da. Ah, wir sind ja schon da, Kiel. Jawohl, wir haben es geschafft. Nur ein einziger Unfall, Mensch, ist ja Rekord schon fast. Bei mir jedenfalls. Zentrum, ah. Da müssen wir rauf. Nicht zur Autobahn, sondern zum Zentrum. Gut gemacht. Sehr schön. Guck mal beim LKW. Ja, guckt euch das an, wie ich da sitze und dann schön im T-Shirt da, weil wahrscheinlich draußen 24 Grad sind, eine Hitze. Ich muss wahrscheinlich auch schon braten. Da drin die Sonne knallt auf meinen Truck da. Mann. Ist auch schon schlimm genug. So, 90. Ja. Na, immerhin können wir noch rasen hier. Mal kurz gucken, wo wir genau hin müssen. Ah, wir müssen also nur. Ah, wir sind ja eh gleich da. Wir müssen über zwei Kreuzungen, aber nicht mehr abbiegen. Das ist schön. Das ist schön, das ist sehr schön. Ich war noch nie in Kiel mit dem Spiel, oder? War ich da schon mal? Nee. Also im Spiel meine ich, war ich noch nie in Kiel. Das ist lustig. Weil Landstraßen sind doof. Aber na gut, wenn ich damals noch für eine Firma gearbeitet habe, könnte ich mir das sowieso nicht ausdrücken können. Dann müsste ich nach Kiel. So oder so, aber Gott sei Dank habe ich nichts in Kiel gehabt. Wir sind schon da. Jetzt schnell hier rüber. So, in meine Firma und jetzt hier zack, einmal rum. Und schon haben wir die Gasplatten unversehrt, ohne kleinen Kratzer, abgeliefert. So muss das sein. Mann, bin ich gut. Jetzt muss ich nur noch hier rangieren ein bisschen. Da. Ja, noch ein bisschen. Nee, das ist jetzt doof. So, wie machen wir das jetzt am besten? Noch ein Stück zurück. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt zu viel Gas. Aber trotzdem kein Schaden. Ich habe wahrscheinlich einen Panzertruck gekauft, der kalt so viel aus. Nicht mal ein kleiner Kratzer hat er. Das ist wunderschön. Und schon haben wir unsere erste Ladung abgeliefert. Du, pünktlich. 4000 Euro. 4140. Und jetzt kann ich wieder in der Stufe aussteigen, weil ich jetzt selbstständig bin. Das ist schön. Mann, das steigt ja. Zollte Strecke, mein Gott. Oh, ich steig gleich auf. Komm. Ja. Jawohl, ich bin Stufe 6. So viel? Mann, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nur ein bisschen gefahren. Zurückgelegte Strecke 2000.
1% beschädigt? Ist ja doof, aber egal. Aber egal, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ihr seht schon, immer konnte man kurz. Okay. Ihr seht schon, das Konto, unser Konto stand 4.593 Euro. Unglaublich. Aber trotzdem mache ich an der Stelle jetzt hier Schluss. Ich speichere mal, damit wir beim nächsten Mal gleich weitermachen können. So, und das war's auch schon. An der Stelle, ich hoffe, euch hat dieses neue Video von German Truck Simulator gefallen. Oder auch nicht, ich weiß es ja nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn noch. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr das Spiel, wie findet ihr mich, wie findet ihr meinen Fahrstil, wahrscheinlich scheiße, aber egal. Ansonsten, vergesst mich nicht zu abonnieren und ja, morgen zu Ostern gibt es natürlich auch noch ein schönes Video, also so ist es natürlich nicht. Morgen geht's weiter mit, muss ich mir noch überlegen, weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall kommt morgen ein Video und ansonsten war's das jetzt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und dann sage ich Tschüss, euer Player 1993, sieht aus, macht's gut.